Ja, den Köpf sollte man hier in der normalen Variante auch in Ruhe lassen. Oh, damn it! Oh Gott, ich hab mich auch fast weggedreht. Okay, spannendes Finale, wie ich sehe. Ja. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Bevor das Ganze mit Marcel... Hallo. ...und mir hier losgeht, eine winzige Kleinigkeit. Ihr seht das anhand dieses Kommentars, den ich euch hier eingeblendet habe. Ich habe im letzten Ligarennen der MXL in Saudi-Arabien gesagt, das sei das letzte F1 2021 Video. Das muss ich korrigieren. Ich meinte damit, das sei das letzte F1 2021 Ligarennen Video. Denn Marcel und ich, wir haben ja jetzt hier noch unsere 5-Runden-Challenge, die wir sozusagen falsch herumfahren. Heute sind wir übrigens in Spanien, habt ihr ja gesehen. Und das wollte ich doch mal korrigieren. Wir machen das Ganze jetzt noch bis Anfang Juli und dann switchen wir wieder rum auf F1 22, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also würde ich sagen, here we go. So, liebe Leute, wir stehen gerade im Grid und wir werden ja jetzt gleich rückwärts fahren. Und zwar werden wir es wie folgt machen. Die Schikane nehmen wir ganz normal, die im dritten Sektor. Aber wir fahren die neu geformte Kurve 10, also neu geformt, ist ja nicht noch die alte. Die fahren wir dann rückwärts. In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns ein bisschen Spaß haben. Heute bin ich übrigens im Alpine und Marcel ist im Ferrari. Und was haben die beiden gemeinsam? Richtig, beides spanische Fahrer. Er mit Carlos Sainz, ich mit Fernando Alonso, quasi spanisches Duell auf spanischem Boden. Na, wenn das ja nicht mal was werden kann. In diesem Sinne würde ich sagen, here we go. 3, 2, 1 und los. Go. Oh, was für ein beschissener Start. Ah, meiner aber auch, ey. So, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, seid ihr schon mal Spanien rückwärts gefahren? Ey, Alter! Ja, ich hab kurz vergessen, dass wir die Variante fahren. Das habe ich doch eben noch gesagt, Mensch! Ich weiß. Ich hab's trotzdem vergessen. Also nochmal zum Mitschreiben, liebe Leute. Seid ihr schon mal Spanien komplett rückwärts gefahren in der neu geformten Variante? Also, ja, also die hier? Ach du heiliger Bimbam. Ich meine, eben in Marcels Video, das müsst ihr übrigens mal abchecken, da haben wir auf jeden Fall eine Low-Downforce-Challenge gemacht. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und, oh Gott. Naja, ich muss dazu sagen, es war doch recht witzig, denn da bin ich zum allerersten Mal in Kurve 10 überhaupt gefahren, in der alten Variante. Oh Gott, ey. Aber egal. Marcel, bist du jemals Spanien rückwärts gefahren? Nein, wie man gerade sieht. Ach, du hast sie weggedreht. Oh je. Ja. Ja, nein, komm. Tatsächlich noch nicht. Da dürften wir beide genau dasselbe Vorwissen haben zu der Strecke rückwärts. Ich vermute gar nichts. Gerade Marcel, der ist ja quasi schon jede Strecke auf diesem Planeten schon rückwärts gefahren. Ja, so ziemlich jede, aber Spanien eben noch nicht. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, mir gefällt die Strecke rückwärts bis jetzt sehr gut und die favorisiere ich schon mal. Mir gefällt sie bisher irgendwie nicht. Zweiter Dreher, wie ich gesehen habe. Ja. Ich nehme mal etwas Tempo raus. So, weiter geht's. Marcel hat mal ganz kurz eine Reifen-Challenge gemacht. Und zwar, wie heiß kann ein einziger Punkt auf einem Reifen werden? Nennt sich auch Flatspot. Richtig. Oh, wie cool wäre das, wenn es im F1-Spiel Flatspots geben würde. Oh, es wäre absolut geil. Ja, Herrschaften, also F1 22 ist auf dem Weg zu uns und ihr könnt mir mal gerne eure Meinung zu den, naja, zu den Inhalten, die ihr bisher gesehen habt, mal in die Kommentare schreiben. Was feiert ihr? Was feiert ihr nicht? Seid ihr neutral darüber eingestellt? Lasst uns gerne mal unten in den Kommentaren ein wenig diskutieren. Ey, das wie stehst... Oh Gott, ja? Gott. Ja, weiter, du bist... Wie stehst du zu dem F1 Live-Modus? Ich habe bisher noch nichts davon gesehen, also ich lasse mich mal überraschen, aber es gibt schon Gerüchte zu F1 23, meine Damen und Herren, aufgepasst, ist schon in der Entwicklung und F1 Live, was er halt dieser Sportcast, ich pimpe meinen Charaktermodus ist, soll F1 World heißen. Das heißt sogar Privatjets sind mit dabei. Hallo! Oh Gott! Genau das ist mir eben passiert. Die Köpfe sind böse. Und ja, selbst rückwärts. Da auch. Weiter. Besonders. Jo. Also, ihr könnt mir mal auch die Gerüchte, was ihr davon haltet, zu F1 23 gerne mal in die Kommentarsektion reinschmeißen. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, also Privatjets, ich meine, was kommt als nächstes? Kann man sich noch irgendwie noch eine Wohnung kaufen oder sowas ähnliches? Hä? Also EA, wirklich, muss das denn sein?
Das finde ich auch. Also es ist immer noch ein Rennspiel und nicht irgendein Story-Game. Ja, es ist immer noch ein Arcade-Spiel. Und man sollte sagen, liebe Leute, das hier ist nicht irgendwie der F1-Simulator. Also, wir simulieren jetzt mal den Kauf einer Wohnung. Herzlichen Glückwunsch! Du als Max Verstappen hast soeben eine Wohnung in Monaco gekauft. Yay! Ja, toll, ganz toll. Also wirklich. Die Stelle da bergab gefällt mir schon. Die gefällt mir richtig gut. An was erinnert die mich nochmal? So ein bisschen Laguna Seca-mäßig, oder? Stimmt, da die Corkscrew. Die Corkscrew, ja. die Korkenzieherkurve. Ja. So, jetzt hier mit 300 runter. Oh. Nee, vielleicht doch nicht. Nicht ganz. Okay, so, Körper. Aufpassen. Genau, Körper meiden. Den können wir überfahren, den anderen nicht. Also der Körper ist scheiße. Sowohl vorwärts als auch rückwärts. Ja, definitiv. Kuckuck, da bin ich. Hallo. Boah, gut, sehr schön gemacht. Verdammt. So, wir sind in der vierten Runde von 5. Was du immer mitzählst, ich vergesse das immer komplett. Ich weiß es noch. Die macht auch Spaß. Ihr geht ja auch ein bisschen bergrunter. Mhm. Wow! Gut gefangen. Oh, ja, ich weiß, wie man die Autos abfängt. Boah. Ey, jetzt macht ihr einfach das Schild kaputt, ey. Sauerei! Zum Glück kann man ja rückwärts. Mann! Brauchen wir das nicht. Ja. Aber das ist doch... letzte Runde, ne? Ja, genau. Ist aber Streckendeko, Kappa. Ja, den Körb sollte man hier in der normalen Variante auch in Ruhe lassen. Oh, damn it! Oh Gott, ich hab mich auch fast weggedreht. Okay, spannendes Finale, wie ich sehe. Ja. Oh Gott. Scheiße, Mann. Da hätte ich einfach vorbeiziehen können. Das passiert mir auch sowas. Vorletzte Kurve. Letzte Kurve. Ausbeschleunigen. ERS und Attacke. Ah, wie viel Prozent hast du noch? 30. Yeah. 25. Und schon. Gewonnen. Ja. Ah, GG. So. Gefahren. Woo. Ja, liebe Leute. Ignorieren wir das. So, liebe Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, checkt Marcells Video ab. Ist auf jeden Fall sehr interessant geworden. Gut, während Marcel hinten noch ein paar Demo-Runden macht, würde ich sagen, ich verabschiede mich und sage, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. Ciao, ciao.